Okay. Starten wir in dieses Spiel. Beim letzten Mal war es salzig. Esst keinen salzigen Schnee, wie es so schön heißt. Wir haben das erste DLC, glaube ich, ziemlich gut bis zum Ende fast gespielt und waren in der Ariandel-Kapelle und haben dort unseren Boss getroffen. Und zwar die Liebe Friede. Die Liebe Friede ist aber nicht so nett und hat uns ein paar Mal verprügelt. Also ein paar sehr viele Male. Und ich war am Ende ein bisschen genervt, weil der Kampf ein bisschen gemein war, weil vor allem, weil er ewig lang ging. Weil er einfach drei Phasen hat. Und zwischendurch noch eine Phase, wo die zu zweit kämpfen. Joa. Also wollen wir es nochmal versuchen. Ach, da ist er. Manchmal sehe ich diese Beschwörungszeichen nicht. So, Gale, dich brauchen wir für Phase 2. Und wenn du überlebst, nehme ich dich auch gerne für Phase 3. Bin ich eigentlich gerade entzündet? Ich glaube nicht, ne? Dann würde ich jetzt gerne mal gucken. Hab ich. Wobei. So, probieren wir mal was anderes aus. Wir versuchen jetzt ein kleines bisschen Friede zu lernen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und gelernt, dass Friede sehr anfällig ist gegen Backstabs. Dementsprechend wollen wir noch mal versuchen, ob ich sie ein bisschen gebackstabt kriege. Dafür muss ich irgendwie in ihren Rücken kommen. Oh, da war ich ein bisschen lahm. Links. Links? Ja, da. Aua. Da habe ich echt Glück gehabt, dass sie nicht getroffen hat. Ich will halt versuchen, sie auch mal zu backstemmen und. Wenn ich schon dafür so anfällig sein soll. Aber ich schaffe es einfach nicht, hinter sie zu kommen. Aua. Wohin läufst du? Da hinten. Ah, nice. Wir haben es aber geschafft. Wir haben nicht Friedes Rücken, ja. So, du bist hochgesprungen, aber ich hab dich. Doch, da bist du. Oh, das war's schon. Okay, dann Phase 2 habe ich gelernt, dass Ariandel, also der Vater, mehr Schaden nimmt als Friede. Dementsprechend soll man wohl eher versuchen, ihn anzugreifen. Dementsprechend hoffe ich, dass Gale einfach mal. Yikes! Der haut gut rein, der Papa. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass Gale sich gut Friede ablenken kann. Weil dann kann ich dem Papi nämlich ein paar in die Fresse hauen. Der hat nämlich jetzt schon nach zwei Kombos fast die Hälfte an Schaden gefressen. Kann man eigentlich irgendwo die Energie von dem Partner sehen? Weil das, irgendwie habe ich die noch nicht so ganz gefunden. Okay, Daddy ist down. So, Gale, komm her. Stell dich bitte nicht wieder in die Nähe von Ariandel hin. Hier, komm zu mir. Letztes Mal hat sie sich gekillt, dass du dich dann direkt neben sie gestellt hast. Nein, Gale, komm zurück! So,
Bei dem Angriff muss ich jetzt gucken, wo das Eis herkommt. Da kam die erste, da kam die zweite. Das heißt, die springt dann noch weiter nach links. Oder auch nicht. Ah, die ist an der Wand hängen geblieben. Deswegen habe ich die zweite nicht gesehen. Nice. Und wieder gebackstabbt. Die lässt sich zum Glück so leicht unterbrechen in ihren Angriffen. Das ist halt das echt Gute bei ihr. Oh shit. Na, ich halte mich sicherheitshalber mal. Hä? Wie Gale noch gestorben ist! Hä? Hast du es geschafft? Ja. First try? Hä? Ja, Stream vorbei. Okay. Wieso sind jetzt zwei Leuchtfeuer? Stream bis zwei, by the way. Hä? Ja, wo war letzte Woche das Problem? Das würde ich auch gern wissen. Nee, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt so gut funktioniert. Ich habe literally nichts anders gemacht, außer dass ich mich eingelesen habe, wie sie funktioniert. Aber Pausen wirken Wunder. Oh ja. Ich bin einfach hundertprozentig verwirrt. Huch. Spottet mich weg. Der Boss ist so unfair. Ich muss mir überlegen, ob ich das überhaupt noch weiterspiele. Das macht absolut keinen Spaß. Ich glaube, das war nicht ganz der Wortlaut, aber ja. So ungefähr kam es hin. Und wer hat dir gesagt, du sollst es dann doch noch weiterspielen? Kannst du dein selbstgefälliges Grinsen von deinem Gesicht schmieren? Nein. Sonst schmier ich dir nachher was anderes ins Gesicht. Kuchen? Ich hab noch, du hast noch einen Kuchen drüben. Ja. Moment, ich bin im zweiten DLC gelandet. Ach so. Man kommt aus dem ersten DLC direkt in den zweiten rein. Okay. Okay. Ich soll runter. Ja gut, aber da waren wir ja schon mal. Oder habe ich hier irgendwas noch übersehen in dem Bereich? Ja, zwangsläufig bleibt jetzt leider nur noch der Doppeldämon, also ja. Der eigentliche Eingang vom zweiten DLC macht viel mehr Sinn. Ja, schon irgendwie. Oh Gott, du hast ja auch noch Solo gemacht. Also ich muss gerade sagen, ich hatte in der zweiten Phase, ich habe einen Weg nicht gemacht. Dann gucke ich gleich nochmal. Ich muss sagen, ich hatte in der zweiten Phase unglaublich viel Glück, dass sie keinen Bock hatten, gegen mich zu kämpfen. Weil die sind nicht ein einziges Mal auf mich gegangen gefühlt. Doch einen Angriff habe ich abbekommen vom Daddy. Und danach nicht mehr. Danach hat er sich einfach von mir verprügeln lassen. Wo habe ich denn was übersehen? Das könnt ihr mir jetzt gerne schreiben, während ich zurückgehe und mir eben noch schnell ein Level abhole. Also Phase 1 war, ich will dich backstabben. Es hat nicht funktioniert, aber ich will dich backstabben. Ich habe sie zumindest einmal gebackstabbt. Phase 2 war, hallo? Hallo, ich bin auch noch da. Hallo? Dann halt nicht. Und Phase 3 war eigentlich ein gutes Teammatch mit Gale. Der am Ende sogar noch draufgegangen ist beim letzten Angriff von Friede. Das fand ich gerade irgendwie noch witzig. Was kann ich denn überhaupt jetzt einlösen mit Friedes Seele? Da. Friedes Großsense und die Rose Ariandels. Okay. Cool aus. Eine von Schwester Elfriede geführte Großsense. Ihre Klinge ist mit einer dünnen Frostschicht überzogen, die die Abwehr von Schilden mühelos durchbricht. Im Gemälde symbolisiert die Sense eine längst verlorene Heimat. Das mag erklären, warum Elfriede sie bevorzugt. Zwei Wochen. Yikes.
Und alle so, 2 Monate. Yikes. Die hat Frost, die hat physisch und die hat Magie. Und kriegt einfach Attributboni von allem. Das sieht schon cool aus. Aber die brauche ich halt leider nicht. Ich habe da nicht so die Werte für. Von daher fresse ich ihre Seele. Also in dem Raum relativ am Anfang, wo 2 Ritter sind. Okay, dann gucken wir da gleich mal. Was kriege ich denn für ihre Seele? 20.000. Friede betrat als erste Asche das Gemälde, doch gemeinsam mit dem Vater gab sie der Verwesung den Vorzug vor dem Feuer. Wobei, wir haben ja richtig, richtig ordentliche Seelen. Okay, dann verkaufen wir einmal die hier. Ah, ich behalte die mal. Vielleicht mache ich mir ja doch die Sense. Ich brauche die Seelen gerade noch nicht so wirklich. So, irgendwas über 100.000 brauchte ich. Noch genau 1.000. Sicher irgendwas, was ich noch für 1.000 verkaufen kann. Eine von diesen Seelen. Perfekt. So. Was will ich überhaupt noch aufsteigen? Wo war ich denn gerade bei? Kondition? Belastbarkeit? Ich glaube, Belastbarkeit wollte ich noch ein bisschen leveln, ne? Weil ich könnte mir auch noch einen Punkt Stärke holen. Oder einen Punkt Geschick. Was nehmen wir denn? Glaube. Kondition? Für mehr Ausdauer? Moonlight Greatsword. Ja, das braucht wahrscheinlich Stärke, oder? Womit skaliert das denn? Ist nicht mehr ausgerüstet. Ein bisschen stärker, aber vor allem Intelligenz. Kann ich die gleichzeitig ausrüsten? Nein, dafür bin ich zu schwach. Oder zu schwer. Ich nehme die Kondition. Einfach um mehr Schläge machen zu können am Stück. So. So, ihr meintet, irgendwo, wo 2 Ritter sind. Das ist schon echt krass, wie viele Seelen ich einfach nur für ein einziges Level-Up brauche. Ey, wir haben auch mittlerweile schon ein recht hohes Level, ne? Glaube ich. So, wie fand ich den Boss? Zu zweit angenehm. Wie der alleine gewesen wäre, weiß ich nicht. 126. Also in Dark Souls 2 levelt man gefühlt ein bisschen einfacher. So, irgendwo am Anfang, wo 2 Ritter sind. Da oben wahrscheinlich eher nicht. Das heißt eher nach unten da. Sprich, hier erstmal in den Abgrund springen. Hier sind auch keine Ritter. War die nicht sogar hier irgendwo? Irgendwo in so einer kleinen Kathedrale habe ich im Kopf. Huch, da kam was. Hier, da vorne ist so eine kleine Kathedrale, wo die, glaube ich, drin war, ne? Mich irgendwas an? Nein. Da. Na, schade. Aua! Yikes! Bitte unterlassen Sie dies. Der hat von der Seite reingeschossen gekommen. So. Oh geil. Ein gealterter Edelstein. Boah, das ist so schön, wie oft ich ihn dann angreifen kann.
So. Geheime Wand? Über die Brücke bin ich nicht gegangen. Ist hier vorne eine Brücke? Ah. Stimmt, ich glaube, ich bin da vorne einfach direkt reingelaufen. Hier waren wir nämlich noch nicht dann. Da vorne ist irgendwas. Was bist du? Ach so, ein Typ! Hi! Look at you. You've got your head screwed on, correct? Fantastic. To meet a kindred spirit on this god's forsaken crag, call me Lap. I can't remember my real name, so let's just go with that. I have a feeling we're going to make a fabulous team. Oh, you'll see. You'll see. Okay, hallo Lap. In all honesty, there's something I should tell you. I'm hollow. Yes. I try to play it off. But I haven't a clue about my past. Who I was. Or what I lived for. Not even my own blessed name. That's why I've come here, searching for the Purging Monument. Said to be in the Ringed City, where the pygmies who found the Dark Soul at the Dawn of Fire reside. All I can say is, those little stones aren't doing much to help me remember anymore. Well, that's the long and short of it. So if I completely forget who you are, don't be wroth with me. Come on. Oh, war schnell weggedrückt. Well, so come on. Okay. Ich meine gelesen zu haben, also weil ich mir auch in die beiden Dämonen eingelesen habe, die wir noch bekämpfen müssen, dass der einer von denen ist, die man beschwören kann für die. So. Aua. Dann haben wir den schon mal, hoffentlich dann. Nein. Wie? Ich habe nicht getroffen. Hallo? So, und tschüss. Dann schauen wir hier nochmal, ob ich hier noch irgendwas. Hi. Schönes finde. Hi. Plötzlich hing da an der Decke. Warum auch nicht? Warum die plötzlich einfach random herkommen. So. Wo ist denn das Dickerchen da unten? Da. Toll. Stehst du ziemlich blöd. Das war ein schöner Treffer. Ich könnte einfach runterspringen und ihm einfach ein Schwert ins Gesicht hauen, also. Hat der überhaupt ein Gesicht? Karabanga! Das war ja cool. Oh, hi. Das war ja richtig Bock, einfach dieser Sturz. Oh, hier liegt noch was. Noch mehr Titanitbrocken. Aber waren wir hier überhaupt schon mal? In der Ecke. Oh, hi. Gar nicht gesehen. Lass das mal.
Da komme ich dann wieder. Okay. Dann haben wir den Weg auch abgegrast und haben Lapp zumindest gefunden. Okay. Dann ab nach unten. Können wir da unten zu dem Leuchtfeuer gehen und von dort aus dann weiter. Zum Glück haben wir das Leuchtfeuer von den Dämonen schon. Was ging es da oben eigentlich? Ich kann mir auch vorstellen, dass die Dämonen einfach nur deswegen schlimm sind, die wir hier gleich haben, weil man da halt wieder zwei Gegner hat. Und zwei Gegner gleichzeitig zu bekämpfen ist immer eklig. Also ich kämpfe lieber gegen einen Gegner, der richtig schwer ist, als gegen zwei Gegner, die nur so ein bisschen schwer sind. Da vorne ist was zum Beschwören. Wer ist hier? Der amnesische Lapp. Cool. Aber ich meine gelesen haben, es gibt noch jemand anderen da. Da ist der Sklave. Ach, geil! Aber ich meine gelesen zu haben, man soll für die Dämonen nur einen beschwören, weil das sonst nur noch schwerer wird am Ende. Weil die ja natürlich mehr HP bekommen, wenn sie, ja, je mehr man da mitbringt. Und das soll dann. Und Lapp soll wohl besser sein als Gale. Von daher nehmen wir uns jetzt mal Lapp. Das ist unser neuer Freund. Gale haben wir dann in die Ecke geschossen. Und dann schauen wir mal, ob vielleicht die Dämonen unten auch jetzt ein bisschen angenehmer sind. So, Lapp. Wow. Coole Ausrüstung. You ready? Okay. Ich gehe schon mal vor. Vielleicht kannst du danach kommen. Gale will remember that. Ach, das wird er uns schon nicht übel nehmen, dass ich ihn jetzt nicht mitgenommen habe. So, da ist Nummer 1 und da ist Nummer 2. Gale? Nein, nicht Gale. Sorry. Schon wieder vertan. Lapp, wo bist du? Da habe ich das zweite Schreien gehört. Das heißt, jetzt ist der zweite Dämon auch da. Aber Lapp kämpft mit. Problem ist, jetzt fokussen die beide Lapp. Aua. Moment, war der Lapp nicht gerade noch weniger KP? Kann er sich heilen? Oh. Hat er jetzt mich gefokust, der andere? Ich glaube, der andere will jetzt mich haben. Okay, dann kümmern wir uns um den hier. Und Lapp kann den anderen eben mal übernehmen. Ist halt einfach das Gute, dass die Fernangriffe jetzt einfach weg sind. Und ich einfach in aller Ruhe hier verprügeln kann. Zumindest solange sich Yikes, Lapp noch um den anderen kümmert. Irgendwie bist du jetzt nicht mehr so heiß wie vorher. Aua. Habe ich den gestaggert? Oh, nice. So, du zündest dich doch sicher bald wieder an, oder nicht? Oh, der Dämon von unterhalb ist weg. Hast du gut gemacht, Lapp. Oh Gott. Erstmal wieder zur Seite und Ausdauer regenerieren. Das sieht cool aus, was für ein Angriff der gerade gemacht hat. So, und jetzt erstmal weglaufen. Lapp, komm mit. No! Lapp, bleib hier!
Weil ich glaube, der ist einmal explodiert oder so, ne? Ja. Das hat er wahrscheinlich jetzt ziemlich wehgetan. So, Demon Prince. Yikes, der macht aber auch guten Damage. Ich stelle mich lieber hinter ihm. Ich habe das Gefühl, das könnte safer sein. Suddenly Fire Rain. Lädst du da irgendwas auf, mein Lieber? Ich habe keine Ahnung. Aber da habe ich mich gerade noch so gut geschützt. Eieiei. Nein. Scheiße. Okay. Wieder safe. Ah, der hat ordentlich KP. Wenn ich bedenke, wie lange wir schon auf den drauf prügeln. Und der immer noch am Leben ist. Okay, ich habe seinen Kopf gestappt. It just happened. So. Ich sehe übrigens teilweise nicht, was ich hier tue. Ich laufe einfach hinter ihm. Oh, wieder gestaggert? Yikes. Trink was. Yikes, Leiser. Yikes, Schmeißer. No! Lapp! Live! You have to live! Das stehen wir zusammen durch! Nein! Lapp ist auch gestorben beim Ende. Aber, Mit der ist es auch schon fertig? Ja. Der Doppelboss, der... Ja. Wo du so salty warst und meintest, das ist der größte Scheiß? Oder ja. Welcher ist das? Ja. Oder war jetzt doch nur einer? Der Doppelboss war davor in der Phase. Ah, was machst du heute? Ich hab keine Ahnung. Ich rocke anscheinend. Niemals Koop mit Jan spielen. Der lässt einen einfach sterben. Ey, komm. Ich hab mein Bestes gegeben. Dann ist der Boss weggelaufen.